Komm mal her. Yay! Demon. Gabumon? Nicht Gabumon. Zurück. Ich weiß genau, was der hier umgestellt hatte. Ich habe eigentlich groß nur für ein anderes Spiel auf Deutsch umgestellt und da wollte ich hin. Ich werde das alles nochmal umschalten müssen. Ja, nee, unglaublich. Ja, du kannst digitieren. Yay! Ja, ich bin ein Gomamon. Ich mag Gomamon, ja. Die anderen mag ich nicht. Ich mag nur Gomamon. Gomamon ist das Lieblingsdigimon meiner Mutter gewesen. Und das hat doch sehr stark abgefärbt. Also, ich mag Gomamon. Ja, Gomamon! Goma. Yay! Das Coolste am Gomamon ist ja bis jetzt mal gewesen. Ich nenne dich jetzt einfach. Ach da, geh. Ach Quatsch. Ach, da unten sind die kleinen Buchstaben. Ich hab die gerade besucht. Goma. Da muss ich mal an die Data Squad bzw. Savers denken. Da gab es auch diese kleinen Gomamon, die da so Goma! Rumgeschwungen sind und naja, einfach nur süß. Okay, Goma. Ja. Aber ich muss Eddie trotzdem aufladen. Das mache ich jetzt eben hier mit, also. Ich krieg da. Die ist mal weg. Krieg ich halt noch hin, das krieg ich halt noch hin, ja, das verspreche ich euch so. Aufladen. Nee, der ist jetzt Level 14, ne? Das ist stärker als Level 10. Dass die plötzlich Level steigen, wenn die digitieren, ist so eine eigene Logik, würde ich mal sagen, ne? Dam, dam, dam. Ich würde sagen, wir gehen hier hoch. Ich hab gehört, ich gehe mal hoch, also. Na, na. Und schon wieder ein Warmon, Level, Level 105, genau. Level 105, genau. Neue Logik. Gomamon, ja, hat eine extrem super, mega geile und der kann auch hier Verteidigung erhöhen, das brauche ich jetzt noch nicht. Eine super, mega geile, genau, eine super, mega geile irgendwas, nein, extrem hohe Initiative, das heißt, der ist recht früh immer dran. Meiner Meinung nach ist Electric Blast, klingt ja sehr Strom, hier so Elektroattacke und so, aber Gomamon ist Fisch, ne, der müsste eigentlich tot sein, aber ist er nicht. Egal. Goma! Goma, Goma! Ja, Gomamon! Also jetzt, wo wir Gomamon haben, sind wir eigentlich so gut wie immer als erstes dran, außer jetzt kämpft man plötzlich gegen Level, keine Ahnung was, Digimon. Ich denke, so ein gewisses Digimon, was dann kommt, wenn wir Phil haben, aber das sage ich jetzt nicht. Wir haben einen MP-Chip-Typ T irgendwas bekommen. Ich habe keine Ahnung, was die einzelnen Dinger sind, was hört ihr mal in der Decke. Ein Kubagamon! Digimon Staffel 1, erster Feind! Mit! Aber da hatten wir mehr Rookies. Oh mein Gott, nein! Wir haben kein Agumon, kein Biomon, kein Palmon, um ihn zu besiegen. Wir haben nur ein Gomamon und ein Gabumon. Und Patamon fehlt und jeder, ich glaube, jeder von euch, der das geguckt hat, die erste Staffel gesehen und zumindest die erste Folge, also Oh, du lebst ja immer noch! Wieso, klar, es ist nicht das, was mein Gomamon ansetzt. Gucken wir mal. Ja, das ist derselbe Angriff. Komm, mit deinem eigenen Waffenschlag. Ja, tot. Du. Du hast 10 Kilo Digifutter bei. Boah. Ich achte da oben gar nicht auf die Farm. Also hin und wieder mal, wenn ich mir langweilig gucke ich da hoch, aber jetzt hat man dafür gar keine Zeit. Ich habe wieder einen Warmon, ein Terriermon, ein A. Versuch mal was anderes. Du machst Razor Claws auf Terriermon. Henry! Ich habe Terriermon sogar noch, lange bevor die dritte Staffel rauskam, hatte ich da, gab es ja damals diese uralten Digimon-Karten, die mich wirklich durchgesetzt haben, nenne ich das jetzt mal. Und da gab es die Terriabondance-Karte, auf jeden Fall, die habe ich. Ich glaube, die war mal im Booster-Pack oder drin, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe Terriabondance-Karte gehabt, ja.
ich war sehr froh, dich gehört zu haben. Also, ne? Nachdem dann die dritte Staffel raus war. Also, vorher hatte mich gar nicht interessiert. Ich habe natürlich Gomamon vollständig gehabt und Gabumon, Agumon. Wobei mir damals Galgrimmon fehlte. Das habe ich dann später irgendwann bekommen, aber ich muss gerade aufpassen, dass wir nicht in den Endgegner reinlaufen, ohne dass ich meine heile. Ja, was soll ich sagen, ne? Was reden wir denn anders als über Bark und Digimon in einem Digimon-Let's Play? So viele. Bark! Goma! Oh, es kommen alle drei hintereinander. Alle drei zusammen. Ja, komm. Gomon platt machen. Charge! Oh, Critical! Oh mein Gott, wir werden sterben! Wir sind ja nur Level 14, im Gegensatz zu euch. Irgendwie 7 und, keine Ahnung, Floramon, was für ein Level hast du? Floramon! Alle lieben Floramon! Ja, komm, Patsch! Wupp! Die leben immer noch. Allmählich wird mir das ein bisschen Wut-Item oder Item. Boah! Das ist mir geil, wenn das jetzt ein bisschen länger zieht. Also, ich habe keine Lust, dich sterben zu lassen. Yay! Initiative oder Angriff? Speed down! Sehr viel hat das jetzt nicht geändert, oder? Egal. Electric Blast! Yay! Strange Pump! Das macht mein Gabumon auch immer. Komm, Gabumon, zeig mir beiden mal, wie ein Strange Punch aussieht. Batsch! Ach, Floramon ist wieder lacht. Jetzt wissen wir's ja. Gomamon, fine, Razor Claws. Wurmon. Wurmon tot. Gewonnen. Wenn wir noch einmal so einen Kampf haben, steigt Gagum. Gagäät ein Level. Ah, hier sind wir. Okay. Nein! Nicht leider. Nein! Squeep! Wer war das? Könnte das Ellie sein? Lass uns losgehen. Noch nicht ganz. Items. Items. Use. Gabu. Yay. Ich brauche nochmal einen MP-Shop. MP? In drei Zonen. Natürlich. MP-Shop. Ja. Ich habe keine drei. Egal. Ich muss mal alles neu holen. Ich hoffe, wir haben dann auch bald genug Geld dafür. Also, mal. Positiv denken und ich bin auf die falsche Taste gekommen. Da oben steht B. Jetzt kommt noch ein Kampf dazwischen. Wo ich mich gerade gehalten habe. Floramon. Und noch. Vagamon. Ich hab gesagt, wenn ich. Ich denk mal, wenn ich den Kampf schaffe. Machen wir. Ziehen wir durch. Dann habe ich hier die Erfahrungspunkte hoffentlich für Eddie zusammen, damit der Level steigt. Ich glaube, der kann ja auch gleich so ein Doppelding benutzen und so weiter und so fort. Machen wir Floramon erstmal platt. Genervt. So, die könnte nämlich, ich glaube, die wäre das auch die Angriff down machen kann und so. Razor Claws, ja. Oh mein Gott, jetzt werden alle sterben. Weil wir sind zu zweit und du bist alleine und ne? Wie Level bist du eigentlich? 10. Dann bist du gleich auf mit Eddie. Ihr kannst euch jemand anders angreifen als Goma. Komm, mach mal Karate Punch drauf. Oh. Natürlich, immer auf das arme kleine Goma, was nicht kann. Natürlich kann das was, aber. Komm, sterb. Wie gepflegt, sterb. Warum bist du so oft dran? Guck mal. Na, da oben! Stand da mehr als zwei miteinander! Natürlich nicht. Egal.